liebe Freunde, Petri Heil, wie ihr in der Videobeschreibung schon sehen könnt, es geht endlich weiter mit meiner Sammlungs-Overview bzw. meinen Blu-Rays. Ich hatte ja schon mal angefangen, mit zwei Videos waren es und wir sind gekommen bis 175 und ja, mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ich versuche das Video so auf 20 Minuten zu reduzieren, mal schauen, wie weit wir kommen und ich denke mal, für den einen oder anderen dürfte wahrscheinlich wieder auch ein schöner Filmtipp dabei sein und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Wie gesagt, der letzte Film war, die 175 war Transformers 1. Und jetzt geht es natürlich weiter, logischerweise, mit Transformers 2, 3, 4, 5. Wie ich die Filme fand, ganz einfach. Ich hatte damals nicht das Glück, diese Filme im Kino zu sehen. Meine Erstsichtung war zu Hause im Wohnzimmer und ja, wie der erste Teil natürlich rauskam, es war was ganz Neues. Allein schon, wie Optimus Prime durch die Seitengasse fährt als Truck und tut sich langsam transformieren zu einem riesengroßen Cyborg. Und dann wurde das schön langsam gestaltet. Das war eigentlich eine ganz, ganz große Klasse. Allein die Effekte, das Glänzen des Metalls, die Explosionen, die erste richtige Schlacht auf dem Highway oder im zweiten Teil, wie das Riesen-Moped sich dann in der Wüste zusammenbaut und alles da am Einsaugen ist. Im dritten Teil dieser Metallwurm, der durch die Hochhäuser sich da durchschlängelt und die Hochhäuser gehen kaputt. Und dann diese Detailgetreue, wenn die Scherben da runterfallen. Und das war von der Effekte ganz große Klasse. Und im vierten Teil kamen dann die Dinobots dazu. Und der fünfte Teil war eigentlich auch nicht schlecht. Sie waren wirklich gut, aber stellenweise doch ein bisschen zu überladen. Und wenn du den ersten Teil und den zweiten Teil, und dann haben die versucht, mit dem dritten Teil das ein bisschen zu überbieten und zu steigern, aber da war auch schon dieser Wow-Effekt war einfach weg. Ja, du warst nicht mehr so gehypt wie bei den ersten zwei Teilen. Da war der Gag schon weg. Aber ansonsten sind es wirklich große Teile, schöne Teile und wirklich tolle Filme. Aber ja, man hat sie in der Sammlung, man hat sie auch einmal gesehen und das war's auch. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt, ich glaube, ich habe wirklich Transformers 3 und 4 einmal angeschaut, als ich mir die zugelegt habe und seitdem schlummern die hier im Schrank. Naja, gehen wir mal weiter. Als nächstes kommt auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir, was ich gerade so sehe hier. Red Planet, ein Science-Fiction-Film mit Val Kilmer, Tom Sizemore und Carrie Ann Moss, das Mäuschen von Matrix. Dann auch dasselbe, ich glaube Michael Bay hat auch hier die Finger im Spiel, Turtles 1, Turtles 2, die Filme sind ja auch stellenweise ziemlich zerrissen worden. Ich kann das irgendwie gar nicht verstehen. Also ich fand die Filme richtig große Klasse. Und ich kann das gar nicht verstehen, dass man die Filme so zerreißt. Was war an dem Film falsch? Was war da? Ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich fand die fand ich zum Beispiel besser wie Transformers. Und von mir aus könnte es auch noch ein oder zwei Turtles-Teile geben. Also ich fand die echt Bombe. So. Als nächstes The Raid 1. Und The Raid 2, also wer auf asiatische Kampfsportfilme so steht, ist das Nonplusultra. Entweder der erste oder der zweite Teil. Einer von den beiden hat auf jeden Fall eine gelbe Hülle gehabt und die habe ich natürlich für was anderes gebraucht. Zum Beispiel, das sieht natürlich besser aus, gell? Aber wie gesagt, wer auf so Eastern, Martial Arts Kampfsportfilme steht, definitiv eine klare Empfehlung. Allein im zweiten Teil, wo die sich da im Flur am Prügel sind, das Mädchen mit den zwei Hämmer oder ein Hammer und der Typ mit dem Baseballschläger, das sieht schon böse aus. Als nächstes, Invasion vom Mars. Ich glaube, der ist aus den 90er. Ich meine aus den 90er. Das steht auch wahrscheinlich hinten drauf, aber ich kann es nicht erkennen. Ist zu klein geschrieben. Auf jeden Fall von Toby Hooper oder Tobe Hooper. Also der Macher von Texas Kettensägen Massacre. Und Poltergeist, sehr, sehr gut. Gab's ja, ist ja eigentlich auch schon wieder ein Remake. Das gab es ja auch schon mal zu der Zeit, als die Filme noch in Schwarz-Weiß waren. Als nächstes, ja, ich weiß, geschnitten, aber hat nur 3 Euro gekostet. Genauso wie der hier. Also für 3 Euro kann man den meckern. Zwei Filme, ich weiß gar nicht mehr, wo war das. Das war, glaube ich, im Mediamarkt. Das war so eine Aktion. Da waren mehrere Filme aus diesen zwei Movies, Watch It, waren da ganz jede Menge. Oder 4 Euro, glaube ich, waren es. Egal.
Als nächstes ein richtig guter Film, Sin City 1. Ja, der ist ja dann natürlich in Schwarz-Weiß, außer dieser komische grüne, gelbe Gammeltyp, der war natürlich in Farben. Ich weiß gar nicht, war der grün oder gelb? Ihr wisst, wen ich meine. Auf jeden Fall, erster Teil, ganz, ganz große Klasse. Den zweiten, den tun wir gerade wieder weg. Dann einmal der Johnny Depp, Alice im Wunderland, als verrückter Hutmacher. Und einmal hier hinter den Spiegeln, hinter den Spiegeln, hinter den Spiegeln. Als nächstes ein fantastischer Rutger Hauer in Split Second. Da jagen die ein Alien, eine Kreatur. Wird es erwähnt? Ist es ein Alien? Auf jeden Fall jagen die da ein Monster und das hat, ja, es frisst Menschenherzen. Sehr, sehr gut. Dann einmal hier das Ding, das Original, jetzt hätte ich schon fast gesagt, das Originale. Nein, nicht das Originale, das Remake, ich meine aus den 80ern. John Carpenter, Kurt Russell, Hammer. Das Originale fehlt mir noch, warum? Weiß ich nicht. Dann also sehen die quasi die Vorgeschichte von das Ding aus einer anderen Welt. Und einmal hier Run All Night mit Liam Neeson. Da war, ja, da war der Trailer, glaube ich, besser wie der Film. Wer war denn noch? Ed Harris war noch dabei. Ja, kann man gucken. Kann man gucken, muss man aber nicht, ne? Dann Full Metal Jacket. Für mich von Kubrick einer der besseren. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Für mich war das einer der besten von Kubricks. Oder 2001 Odyssee im Weltraum. Dann hier Edge of Tomorrow. Auch sehr, sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und dann natürlich hier die Chaoten. Teil 1, fantastisch. Teil 2, ja. Teil 3, dann hier Mortal Kombat 1 und Mortal Kombat 2. Der erste war noch gut, der zweite war, ja, die standen gerade nebeneinander. Den ersten Teil habe ich gekannt, habe mir den zweiten Teil dazugeholt. Und tja, den habe ich euch schon mal präsentiert in einem Update-Video. Auch Brennen muss Salem. Großartig, einfach nur großartig, richtig sensationell. Ich möchte jetzt nichts erzählen, das heißt wieder, ich würde spoilern. Vielleicht soll ich mir auch mal so einen Spoilerhut aufziehen, wie bei dem Slane McRoss. Egal, es wurde ja beanstandet, ich hätte gespoilert bei Endgame, aber tja, so ist halt manchmal. Dann hier Erbarmungslos, Clint Eastwood. Muss ich ganz ehrlich sagen, einer der besten Clint Eastwood-Filme. Mit Abstand einer der besten. Weil man muss kein Fan sein von Western-Filmen. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, aber mag keine Western-Filme, guckt euch den an. Wirklich. Mit Gene Hackman, Morgan Freeman. Oberliga. Dann San Andreas. 7 und Pacific Rim. Konstantin. Auch wieder so wie bei Transformers. Die einen mögen den, die einen hassen den einfach, weil der wäre nicht dem Comic artgerecht verfilmt worden oder wie auch immer. Ich fand den mega. Ich hätte auch mir wirklich gewünscht, davon mal einen zweiten Teil zu sehen. So, jetzt kommen zwei Filme. Einmal hier das Original. Ganz große Klasse. Wirklich hammergeil, was sie damals schon zu der damaligen Zeit für Effekte drauf hatten. Jetzt hatte ich letztens erst noch einen Bericht gelesen, wie viele Darsteller da überhaupt gestorben sind. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele da waren. Ich hatte so einen Bericht gelesen, dass jede Menge Darsteller bis nach dem dritten Teil, jede Menge Darsteller verstorben sind. Das war schon erschreckend, dieser Artikel. Ich weiß nicht mehr, wo ich den habe. Soll ich ihn nochmal finden, haue ich ihn auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung rein, wenn ich dran denke. Also es ist schon echt krass, was da eine Geschichte dahinter steckt, hinter diesem Film. Naja, dann das Remake.
Der kam ins Kino und zwei Arbeitskollegen und ich, wir waren der Meinung, wir fahren abends ins Kino. Und ja, Patrick, kennst du irgendeinen Film? Kommt da irgendwas Gutes im Kino? Und dann sag ich, ja, Jungs, ich habe voll die Idee. Poltergeist kommt im Kino. Und der eine hat natürlich das Original gekannt, der andere konnte mit Poltergeist überhaupt nichts anfangen. Dann sag ich, ja, komm, wir können schon gehen, das ist ein echt guter Film. Die Poltergeist, kennst du nicht Poltergeist? Komm, wir müssen da rein, wir müssen das angucken. Ja, hin und her, da haben wir uns lange überlegt und diskutiert und dann sind wir dann doch bei Poltergeist ins Kino. Nicht all, dass meine zwei Arbeitskollegen mich erschlagen haben. So ist es halt. Dann eine schöne Kollektion, und zwar einmal diese komplette Kollektion von Exorzist. Ich weiß gar nicht, was da für Teile dabei waren. Einmal Exorzist 1, 2, 3, ist klar. Dann Exorzist der Anfang und Dominium. Exorzist der Anfang des Bösen. Die zwei Teile muss ich immer noch sichten. Auf jeden Fall Hammer. Der erste Teil war, kennt ja jeder, brauche ich nichts zu sagen. Außer hier ist nur diese Fassung drauf mit diesen neuen eingearbeiteten Szenen. Ich würde gerne mal wieder das Originale gucken, ohne dieses bearbeitete Kram. Und der zweite Teil, der Ketzer, fand ich absolut langweilig. Der dritte Teil wiederum war schon richtig genial. Dann Ghost Rider. Nochmal Ghost Rider. Und The Man of Tai Chi. Den fand ich richtig gut mit Tiger Chen. Und hier den Kollegen kennt ja auch jeder, Keanu Reeves. Richtig gut, hat mir richtig gut gefallen. Super. So, als nächstes The Equalizer. Equalizer mit Denzel Washington. Den zweiten Teil habe ich mir noch nicht in die Sammlung geholt, weil der hat mir nicht so gefallen. Weiß ich nicht. Allein die Endszene da, wo die in einem einzelnen verlassenen Fischerdorf sind, irgendwas war dort, ja, wo da so windig war mit dem Nebel, das hat mir absolut nicht gefallen. Da war die erste um Welten besser. Und jetzt ein Film. Diesen Film, ich liebe diesen Film. Der ist einfach sensationell. Der beste Kevin Bacon Film überhaupt. Death Sentence. Babylon AD. AD. Safe, todsicher. Der ist sehr, sehr gut. Jason Statham. Dann einer der besten von denen. Homefront. Vor allem mit dem Schauspieler. Ach, wie heißt er denn? James Franco. Das ist auch ein sehr guter Schauspieler, weil der ist sehr facettenreich. Der kann wirklich alles. Der macht ja meistens immer nur Komödien. Und hier spielt er mal eine Bösewichtrolle. Wer den nicht kennt, James Franco, der war zum Beispiel der grüne Kobold aus den ersten drei Spider-Man-Filmen. Dann Wildcard. Gab es noch so eine erweiterte Fassung? Ich glaube, die war sogar ab 18. Mir reicht der hier. Und dann hier Ryan Gosling und Drive. Auch ganz gut. So, dann Ace. Ja, da waren jetzt ein paar gewisse Leute. Erstmal schöne Grüße, Olli und Timo. Der zweite Teil soll ja echt enttäuschend sein. Ich kann mir das immer noch gar nicht vorstellen, dass der zweite Teil alles kaputt macht, dass der so enttäuschend sein soll. Wart ihr da schon im Kino? Seid ihr auch der Meinung, der Film ist Grütze? Hätten wir ihn besser machen können? Ist es eine Enttäuschung? Schreibt mir in die Kommentare, aber bitte. Okay, ich habe letztens gespoilert. Es tut mir leid, aber wenn ihr mir was schreibt von ES2, ohne zu spoilern, schreibt mir es mal ohne rein. Wart ihr da und wie findet ihr denn? Soll ich ins Kino gehen oder soll ich es lassen? District 9. Ach, ein Gedicht. Habe ich auch ein richtig schönes Steelbook davon. Jetzt sehe ich gerade, dass ich den Film doppelt in meiner Sammlung habe. Steelbook. Wo ist er denn? District 9, müsste ja eigentlich genau hier. Muss ja dann einfach nur nach dem Alphabet gehen. District 9. Achso, ich bin ja auch gefragt worden vom Kai, Nackenbeißer. Erstmal schöne Grüße. Der hat mich gefragt, wo ich diese harten
Schutzhüllen herhabe. Also, die sind echt gut. Mir ist schon mal ein Steelbook stellenweise runtergefallen und es ist ganz geblieben, weil die sind schon ziemlich extrem stabil. Gut. War es auch schlieren, wenn du den Film hier rein und raus holst, aber ich hole den dir nicht 20 Mal die Woche aus dem Fach raus. Die habe ich von Blue Steels, heißt die Internetseite. Da ist ein Typ, der hat sich darauf spezialisiert. Der tut die da herstellen und tut die verkaufen. Einmal für DVD-Steelbooks, für Blu-ray-Steelbooks und auch für Mediabooks. Aber Mediabooks nur die Standardgröße. Sobald das Mediabook wieder kleiner oder dicker oder größer oder breiter ist, passt das schon wieder nicht. Und auch für Hardboxen bin ich mir nicht sicher. Der hat aber auch die Tütchen, weil hier diese Dinge finde ich eigentlich. Ich finde die besser wie diese Tütchen, da mit dem Aufklebe und Zumache ist doch scheiße. Ja, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Geh doch da rein. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, das ist District 9. Devil. M. Night Shyamalan. Großes Kino, finde ich. Dann hier Warrior. Mit Tom Hardy. Richtig geil, richtig gut. Guckt euch den an. Lest euch den Film mal durch bei Amazon. Geht mal drauf oder guckt euch den Trailer an. Wirklich klare Empfehlung. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat und steht auf Kampfsport, hier geht es um Mixed Martial Arts, MMA. Und klasse. Fantastisch. Als nächstes hier unter dem Bett. Auch sehr, sehr gut. Dann Don't Be Afraid of the Dark. Auch vom Del Toro. Oder wie heißt der, gell? Ja. Auch gut. Dann hier Avengers. Ja, hätte ich gerne das Steelbook von, aber unbezahlbar. Genauso wie den. Ich habe ja alle Marvel Steelbooks, aber bis ich auf den Geschmack gekommen bin von diesen Marvel Steelbooks, waren die schon unbezahlbar. So richtig angefangen habe ich erst mit Thor 2. Alles, was davor war, kannst du vergessen. So, als nächstes Kult, absolut Kult, Gremlins. Ich mag eigentlich diesen Schauspieler. Und dann habe ich diesen Film gesehen, den Trailer Falcon Rising mit Michael J. White. Was war das eigentlich? Naja, egal. Ups. So, dann einmal hier 2012. Auch richtig schön. Schön anzugucken, wie alles kaputt geht. Dann, ach, der ist ja klasse. The Core. Der innere Kern. Richtig cool gemacht, wo die Erdkern. Und im Erdkern drumherum ist noch diese Lava und die Platte kommt zum Stillstand. Und somit geht das, der Erdmagnetismus geht da kaputt. Richtig cool. Dann als nächstes Tittenalarm. Das Grauen aus der Tiefe. Das ist natürlich Trash. Natürlich mit dem großartigen Schauspieler. Wie heißt der? Doc McClure von Caprona war der zum Beispiel dabei. Ein richtig trashiger Film. Da kommen diese Typen aus dem Meer und die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als alle Frauen auf der Welt zu vergewaltigen. Darum geht es in dem Film. Hammer. Die wollen sich einfach nur fortpflanzen. Die wollen einfach nur mal richtig und die wollen einfach nur mal einen Knopf machen. Fertig. So, dann Science. Für mich der beste Shyamalan-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Science. Zeichen. Auch Mel Gibson. Mel Gibson in Hochform. Dann From Dusk Till Dawn. Vor allen Dingen dieser Film. Die besten Sprüche der Filmgeschichte, finde ich. Machst du Gezeter, macht Mr. 45 Gezeter. Kommst du auf die unsterblich dumme Idee wegzulaufen, habe ich sechs kleine Freunde, die alle schneller rennen können als du. Hammer. Allein die ganzen Sprüche in diesem Film sensationell. Ich habe es schon wieder gesagt mit einem sensationellen. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht mehr sagen. Dann hier ein Film Skip Trace mit Johnny Knoxville und Jackie Chan. Ich muss sagen, er war ein bisschen enttäuschend. Er war zwar gut, aber nicht so, wie ich mir erhofft habe. Ja, genau. Der war auch richtig genial. Der war wirklich fantastisch.
Hätte ich gerne das Steelbook von gehabt. Das sah richtig hübsch aus, aber irgendwie, keine Ahnung, bin an dieser Amari hängen geblieben. Dann The Girl with All the Gifts. Ja, was war das denn? Waren das richtige Zombies oder die waren einfach verseucht irgendwie? Wie bei 28 Days Later, so ungefähr. Und das Mädchen war, glaube ich, immun. Und es ging dann um das Gegengift. Boah, ich weiß kaum noch, was für ein Film. Ich muss den auf jeden Fall nochmal sehen. Ich weiß auf jeden Fall, der war richtig gut. Dann hier, Ohne Ausweg, Van Damme. The Van Damme. Und einer, Das stumme Ungeheuer mit Chuck Norris. Auch richtig geil. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann Zero Gates, mein zweites Ich mit Bruce Willis. Jetzt mir der Name entfallen. Bruce Willis. Richtig cool. Der macht richtig Spaß, richtig Laune. So, wie viele Minuten haben wir denn? Wir haben ja schon 21 Minuten. Machen wir noch ein paar oder lassen wir es sein? Wir sind bei 241, dann machen wir noch mal ein paar. Machen wir noch mal hier. Jawohl. Dann gibt es hier diesen Schauspieler Donnie Yen. Das ist ein richtig guter Schauspieler. Und dann gab es ja diesen Film Flashpoint. Mittlerweile richtig, also weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall zu der Zeit, wo ich ihn unbedingt haben wollte, in meiner Sammlung, kam ich da sehr, sehr schwer dran. Nur noch für viel, viel Geld. Ich habe ihn damals, glaube ich, für stolze 20 Euro ersteigert. Richtig gut, ein richtig toller Geheimtipp, wer auf asiatische Filme steht, Flashpoint. Ja, Better Call Saul, die erste Staffel. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, auch wenn man den Film, auch wenn man die Serie im Moment überall streamen kann, habe ich es noch nicht geschafft, Staffel 2 oder 3 oder 4, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es mittlerweile gibt. Ich habe es nicht geschafft, mal da weiter zu gucken. Die erste Staffel war so, ja, sie hat sich gezogen und ja, das war wahrscheinlich der Grund dafür, warum ich nicht weitergemacht habe. Weil ich bin halt nicht so unbedingt der Serientyp bedingt. Hancock, hier sind ja eigentlich auch mal, da soll ein zweiter Teil rauskommen. Meine ich, hätte ich mal irgendwo gelesen oder gehört. Ist auch nie was passiert. Wie die meisten Filme, wo der mal angefangen hat, hätte der William Schmidt, ne? So, und der letzte für heute ist dann Howard the Duck. Auch ist es tatsächlich wirklich ein Marvel-Film und prima. Ein wirklich richtig geiler Streifen. Ich gucke gerade wieder, aus welchem Jahr das ist, aber ich finde es im Moment nicht. Verdammt. Egal, auf jeden Fall gehört die auch zum Marvel-Universum, kannst du sagen. Und der macht richtig Spaß. Allein damals die Effekte, prima. Wenn man überlegt, wie alt der Film ist. Aber man kann Howard the Duck auch in den heutigen MCU-Filmen erkennen und sehen. Ich glaube, Guardians of the Galaxy 1, zum Schluss im Abspann kann man ihn sehen. Und ein Bruchteil von einer Millisekunde bei Endgame. Ich sage aber jetzt nicht wo, sonst tue ich extrem Spoiler. Ich habe ihn nicht gesehen bei Endgame, nur nach, wo ich andere Videos gesehen habe, die darauf hingewiesen haben. Ein Bruchteil von der Sekunde sieht man den mal kurz. Ja, das war es auch diesmal. Wir sind gekommen bis 245. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Ja, wahrscheinlich wieder viel zu viel gequatscht. Ansonsten würde ich sagen, bis die Tage, dann geht's weiter. Lasst mir ein Däumchen da und wie immer, ich bin richtig gespannt auf eure Kommentare und wie gesagt, lohnt es sich ins Kino zu gehen? Ja oder nein? In diesem Sinne verabschiede ich mich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Horido!